Heute fahren wir hinunter ins alte Parkstadion, kaum wieder zu erkennen, und lesen Louis Holtby auf. Reinspaziert, Louis. Guten Tag. Guten Tag. Alte Parkstadion, kaum wieder zu erkennen, ne? Nee, bis auf die Tribüne und Schutt und Asche hier. Aber trainiert wird ihr noch? Teilweise schon, ja. Also wir trainieren hier, wenn der Platz hinten ein bisschen demoliert ist, dann gehen wir schon mal hier drauf. Ah, Atmosphäre ist anders. Man merkt schon den Spirit hier, ne? Wir waren hier kurz mal Meister. Davon will hier keiner mehr reden. Ich wollte es auch nicht ansprechen, deswegen wollte ich es irgendwie rumrum reden. Die Haare sind sehr englisch, Louis, sehe ich gerade, ne? Ja, die sehen schon sehr englisch aus. Viele kommen damit nicht klar. Habe ich auch Verständnis für, aber ich wollte mal eine Änderung oder eine Veränderung haben. Und es passte gerade auch zur Verletzung und es sollte einfach so ein Neustart werden. Und für mich persönlich war es sehr wichtig. Hat geklappt. Ja, hat geklappt, ja. Wissen Sie, warum bei Manchester United so viele so kurze Haare haben? Keine Ahnung, vielleicht. Sir Alex ist der Föhn. Ja? Wenn der schreit, dann werden die Haare schneller trocken. Wir haben auch schon vieles gehört, dass in der Kabine mal lauter wird, ja, wenn es mal nicht so läuft. Ihr Bruder ist jünger. Ja. Spielt in Gladbach in der U-Mannschaft. Der ist Mittelfeldspieler, der ist jetzt auch Sechser geworden, war auch Zehner vorher, also hinter den Spitzen. Dann hat er mal kurz im Halbmittelfeld rumgeturnt und jetzt ist er auch Sechser, praktisch wie ich, oder Achter. Und, aber er ist Rechtsfuß und daher ist eine leichte Parallele zu erkennen. Wer ist besser? Ich muss sagen, er, weil mein kleiner Bruder ist, weil ich ihn schon immer bewundert habe. Er opfert sein ganzes Leben dafür und es bewundert mich immer, wie erwachsen er schon mit 16 Jahren ist. Schalke-Fan? Schalke-Fan, ja, durch und durch. Du warst Siebener, auch numerisch. Ja. Und jetzt hast du die 10, weil man die 7 gegen Raul nicht verteidigen kann oder will. Ja, ich meine, ich bin ja von Schalke ausgeliehen worden und da war die Nummer wieder frei. Ja, dann kam natürlich Senior und da sagt man natürlich nicht nein, wenn man dann, wenn er meine ehemalige Nummer getragen hat und da überlässt man schön dem Meister die Nummer und ja, ich meine, die 10 ist ja auch nicht so schlecht. Wer ist besser, Hünteler oder Gomez? Man fühlt sich einfach sicher auf dem Platz, wenn man in Richtung Vorwärts Richtung Angriff geht, dass der Ball dann irgendwie reingeht, weil der Hunter im 16 herumschwirrt und er ist wirklich so wie so ein Geist, der den Ball magisch anzieht und aus unmöglichen Situationen teilweise ein Tor kreiert, aber auch als Gomez Nationalmannschaftskollege will man ihn jetzt auch nicht schlecht drehen. Ich denke mal, beide sind einfach Torgaranten und einfach ein absolutes Plus für jede Mannschaft. Was ist denn mit der Nationalmannschaft? Die spielt sehr gut, ist für mich ja dieses Jahr der Top-Favorit für die EM und ja, es wäre natürlich super, wenn ich auch dabei wäre. Ich gebe alles dafür. Am Wochenende haben wir gesehen, ein schönes Tor und der Jubel ist back. Ja, das, über das Tor habe ich mich sehr gefreut natürlich. Ich wollte da an diesem Tag mit dem Jubel keinem Böses tun, sondern einfach nur einen Gruß an Mainz schicken, weil Mainz mir noch am Herzen liegt. Und ich denke mal, es ist angekommen und die eine oder andere SMS kam mir dann auch an dem Abend. Vielleicht am Wochenende wieder gegen Leverkusen. Ja, wer weiß, aber der Schöne spielt ja auch in der anderen Mannschaft und wenn dann noch ein Tor passieren sollte, vielleicht kommt er mit mir in die Eckfahne. Dann wird wieder zurück, da wird schon Kaffee und Bier gereicht, das Training geht gleich los. Ja, die gute alte Currywurst wird da auch immer, die riecht man nochmal bis zum Platz. Aha. Alle warten schon. Ja, die treuen Fans sind immer da, also es sind wirklich viele. Und der Meister hier. Hallo, bringe Louis Holtby zum Training. Hallo. Achso, alles klar. Der Knurrer lässt bitten. Louis. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, alles Gute. Auch. Danke. Gute Saison, keine Verletzung, schönes Spielchen. Ja, vielen Dank. Alles Gute auch. Ne? Ciao. Ciao.